Hallo und herzlich willkommen zu Wild Rift. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe zumindest lange nicht aufgenommen. Akku hält wohl noch für ein paar Games. Mittlerweile, ich schau mal hier, Cash habe ich 9. Ne, Moment, hier 500. Ich habe ein bisschen was ausgegeben. Schauen wir mal. Skins. Ich habe mir 4 Skins gekauft. Ich habe den hier in der letzten Season bekommen, für Gold halt. Ash wollte ich unbedingt haben, Garen dachte ich mir, okay, spiele ich. Habe ich auch auf dem PC. Jinx fand ich cool und Kaiser habe ich mir irgendwie, wollte ich auch schon immer den Skin auf dem PC und dachte ich mir, okay, hier, ich gönne mir die ganzen Skins. Ja, sonst. Champion seht ihr hier. Die ich hier so zuletzt gekauft habe. Ja. Da ist schon ein bisschen länger her. Jetzt mache ich, mach ich so ein kleines Update-Video. Was gibt's? Den Wild Pass gibt es mittlerweile. Habe ich mir nicht geholt, weil ich nicht oft genug spiele. Das Rengar Kha'Zix Event. Wild Rift Journey. Ja. Ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, wir spielen Aram. Wir spielen Aram. Ich weiß nicht, ob ich eine eigene Playlist machen soll. Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache es genau wie am PC. Eine Rift-Playlist und eine Aram-Playlist. Ihr hört im Hintergrund, meine Katze will ins Zimmer. Vielleicht hört ihr das, ich weiß es nicht. Aber... Nee, die knabbert hier die ganzen Kabel an und zieht dran und so. Katzenbabys. Ich habe neue Katzenbabys, deswegen. Es ist Samstagnacht. Ist kurz nach Mitternacht, glaube ich. 1 Uhr oder so. Ich weiß nicht. Die Queues dauern sonst nicht so lange. Oh, shit. Willst du Jinx? Jinx. Ach, willst du Zaya? Ach. Ich hab doch gar nicht Rengar. Wieso? Ah, okay, doch. Ich kann mit den anderen traden. Okay. Ich nehm's mit fürs Team. Manchmal muss man... Oder auch nicht. Scheiß drauf. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, keine Ahnung. Aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich habe ein Rank-Spiel gespielt jetzt in der zweiten Season. Hab's gewonnen, aber ja, irgendwie bin ich nicht so motiviert, jetzt Rank zu spielen. Ich bin auch aus dem Flow und hab jetzt irgendwie 2, 3, 4 Wochen nicht mehr gespielt und erst seit ein paar Tagen wieder, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich muss mich wieder einspielen. Aram geht immer. Aram geht wirklich immer. macht auch Spaß. Muss nicht wirklich was können. Wobei ich eigentlich, ich habe eine ziemlich hohe Winrate, habe ich das Gefühl zumindest. Ich habe echt
teilweise unmögliche Dinger gewonnen. Ich habe letztens erst eins wieder verloren, seit langem. Ich weiß auch jetzt nicht, wieso meine FPS begrenzt ist. Sonst ist sie auf 120. Wahnsinn, oder? Jetzt ist sie auf 60 begrenzt. Keine Ahnung, wieso. Ich habe ihn gefickt. Mit meinen Federn. Habe ich im Tower ihn gefickert. Oh, schon 6. Taya macht voll Spaß, ey. Na? Macht aber echt Spaß. Ich glaube, das wird eine lange Playlist. Eine lange, umfangreiche Aram-Playlist. Tiki, geh doch nicht in die Minions da so vor. Puh. Ach, was ist denn passiert? Ich glaube, jetzt meine Graves ult. Damage, Damage. Wer braucht Boots? I'll do whatever needs to shut down. Ups. I will rest when our homelands are restored. Oh. Keiner erwischt. Ja, es wird wohl auch ein Win. Down.
Nette Ult. Hat viel Schaden gemacht, aber... Ja, hat keinen gekillt, ne? Oh, was war das? Habt ihr die Ult gesehen? Hier so im Augenwinkel? Jinx Ult? Hammer, Hammer. Aber Jinx carried uns gerade so. Ja. Ich will nicht in der Gruppe zusammenstehen. Uiuiui, das war eine gute Ult. Hat aber auch nicht ausgereicht. Jo, Moment. Wirklich, ich wurde gerade gerufen. Wir müssen das Spiel beenden. Uiuiui. Uiuiui. Schade, dass ich es nicht ganz gesehen habe. Dass ich die Kamera nicht drauf gehalten habe. Da war ich zu scharf drauf zu beenden. Krass. Kranker Wichser. Akali und Lulu leben, ne? Da ist Akali. Und da ist Lulu. Das war's. Oh. Oh, ich bin wieder hier. Am Klemmen. Na gut. Double kill. Enemy slain.
Was ist mit dem Mehlfeld da? Was ist mit dem Flanker da? Oh lol, was war das? Wir können immer noch verlieren. Jinx ist eine halbe Minute weg, unser Inhib ist down, das ist Gleichstand. Jinx will's wissen, ey. Und da ist der Surrender. GG. Das war das erste Aram dieser wunderschönen Playlist. Wir werden uns noch in unzähligen weiteren Arams sehen. Auf dem PC, auf dem Handy. Wo auch immer. Ja, hier, Jinx. Schenke ich dir. Ja. Wild Pass, sehr gut. Ja, ja, ja. Events haben wir hier noch irgendwas? Haben wir hier was? Ja, ja, ein bisschen Fortschritt. Drei Games oder ja, wie drei Games. Oh, Moment, was war das? Champion Selection. Uiuiuiui, geil. Champ. Das ist richtig geil. Da freue ich mich. Das hier ist eine Posi mit den blauen Modes, kriegt man auch noch einen Champ zusammen. Das sind noch eine Posi und eine Skin Selection. Es wird wahrscheinlich von den Skins wahrscheinlich Foxfire Ahri. Ich spiele sehr gerne Ahri und es gibt gerade keinen coolen. Mundo wäre auch cool. Ein von den beiden. Nami ist auch cool, aber ich spiele kein Nami. Mundo eigentlich auch nicht, aber der Skin an sich ist cool. Ja, der Wild Pass, weiß ich nicht, ob der sich großartig lohnt für mich, weil die Missionen sind halt so schwer. Moment, hier muss ich nur ein paar Dingens. Hier bin ich auch schon fast durch. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das mit den Wards zerstören ist halt super schwer. Weil ich halt kaum Fünfer spiele und die Gegner müssen erstmal Wards legen, damit ich sie zerstören kann. Ja, an sich sind die Missionen ja alle machbar. Ja.
Wieso leuchtet das noch? Ach, hier, das habe ich noch nicht geclaimed. So, wie viel habe ich denn? Ich hätte fast genug für 2 Champs. Mir fehlen noch 1000 Punkte, dann könnte ich mir 2 Champs kaufen. Einen von den beiden kriege ich ja. Rengar, glaube ich, würde ich mir nehmen. Kha'Zix würde ich mir vielleicht kaufen. Ansonsten gefallen mir die Champs nicht mal so sehr, die ich noch nicht habe. Varus wäre okay. Also, ich schau mal. Soraka vielleicht, Varus vielleicht, Nami vielleicht. Teemo vielleicht als Gag. Sona, Aram. Ja, so viele Champs gibt es gar nicht mehr, die ich haben will. Von den beiden hier will ich ja eigentlich auch keinen. Aber einen kriegt man ja durch die Mission free, deswegen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.